Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Six All in the Mix. Heute sind wir auf dem Markt. Hier gibt es so Schuhe, die man auch kennt, Yeezys und Co. Wir sind immer noch in Side und wir sind immer noch im Royal Alhambra Palace. Türkische Fahne, Schuhe in jeder Ausführung, was sehr, sehr interessant ist. Fake Yeezys natürlich. Und man sieht hier, die sind super fake, ja. Von der Qualität her findest du aber auch andere gute Schuhe hier. Habe ich mir gedacht, kommst du heute mal zum Schuhe schauen. Ja, ist interessant. Warum nicht? Die sehen noch ein bisschen echter aus. Also nein, sind auch super fake. Also man sieht ja auch hier zum Beispiel an den Ecken, an der Sohle. Ja, ganz knick. Das sind jetzt wirklich die, ganz schlimmen Fakes. Gehen wir ganz gut auf die andere Seite. Und check natürlich dort, was hier so läuft. Wir sind hier am Markt, ich kann euch das auch nochmal nennen. Diesen Markt habe ich euch auch im letzten Video genannt. Und ja, da gibt es einiges zu sehen. Oder einiges zu kaufen, besser gesagt. Wir gehen gleich nochmal in die Mitte rein, gucken uns an, was da so läuft. Ja, von T-Shirts bis Taschen, bis was ihr wollt. Ne? Also, hier ist wirklich ein Riesenmarkt in Side, nicht so weit vom Hotel. Ja, ihr schaut auch hier. Leute, die sich Jacken kaufen. Jetzt wisst ihr, woher die Leute sich immer die Jacken nehmen. Calvin Klein und keine Ahnung. Diese ganzen Jacken wie Moncler und so. Ne? Hier, das kommt aus der Türkei. Ja. Hier Moncler-Jacke. Hugo Boss-Jacken, Moncler. Guck mal, hier sogar Alpha Industries wird hier nachgemacht. Krass. Ja, heftig. Aber im Prinzip drucken die das ja auch nur drauf. Auch bei Alpha oder Tommy Hilfiger, ne? Das kennen wir ja alles. Was hier ist, die haben jetzt auch hier zwei Leute. Hier Boss, Alcon. Das ist schon heftig, aber die Qualität ist wirklich 1:1, muss ich ehrlich zugeben. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Wir gehen mal raus wegen der Musik. Ja, also schaut euch bitte an. Das war nicht so. Schaut euch das an. Gestickt von der Qualität her. Ist das wirklich ein sehr gutes T-Shirt. Ne? Also sehr qualitativ auch. Da hinten geht es auch weiter. Parfüms und alles drum und dran. Ja. Guck mal ganz kurz an den Ecken, was da so läuft. Ja, also hier ist schon einiges los. Auf dem Markt vor allem. Brillen. Und so, keine Ahnung, Armbänder. Die Gläser sehen fresh aus, aber das ist so ein bisschen weiblich. Vom Schnitt her. Sowas würde mich so interessieren. Ja, ist halt leider zu weiblich. Ansonsten haben die ganz auch viele andere Sachen. Ah, guck mal hier. Auch andere Gläser hier für Männer. Also Sonnenbrillen habt ihr wirklich wie Sand am Meer. Ich habe sogar das Gefühl, dass die ganzen Sonnenbrillen bei uns in Berlin, bei den ganzen fliegenden Verkäufern, auch alles aus der Türkei stammen. Ich glaube, alles kommt aus der Türkei inzwischen. China und sowas damals. Also wirklich, schaut mal bitte diese Brille vor an, ne? Wie das Ganze aussieht hier. Auch sehr, sehr stark, ne? Vom Style her. Das haben wir zum Beispiel nicht in Berlin, so diese Art von Brillen. Ja. Also die habe ich zum Beispiel nicht gesehen gehabt. Und dann noch so etwas edlere Brillen, so mit der Seite, so an der also mit Glas an der Seite zum Beispiel. Ne? Das kennt man dann auch so von von Tom Ford und so zum Beispiel. Ne? Ja, ist ein großer Markt, ist ein großer, ein sehr, sehr großer Markt. Ne? Also Taschenparadies ohne Ende hier zum Beispiel auch. Sehr viele Taschen hier, Anzüge, verschiedene Anzüge, dann kann man hier noch nebenbei sitzen, was essen. Ja, ist riesig, auf jeden Fall. Riesig. Vorne kann man Shisha rauchen, glaube ich mal. Vielleicht quatschen wir gleich noch mal ein paar Leute dicht. Taschen ohne Ende. Hier kann man echt ein sehr langes Video machen. Taschen, Oberteile, T-Shirts, Pullover. Also wirklich von der feinsten Qualität. Ich meine, Türkei ist wirklich der Spitzenreiter im Moment auch. Und eigentlich schon immer, nee, damals wirklich China, Vietnam, Asien. Und jetzt wirklich so Türkei immer mehr. Türkei ist auch übrigens Asien, Eurasien, würde ich sagen. Schau mal, Balenciaga, feinsten Stoff. Ich feiere die Marke nicht wegen dem Skandal, wegen den Kindern. Aber schau mal, dran genäht vom Feinsten. Ja. Also, hier gibt es einiges.
zu besichtigen. Ja. Und preislich ist es eigentlich auch sehr cool. Also man kann hier vieles machen. Kommt immer natürlich darauf an, was für ein Budget du hier mitbringst, aber es ist wirklich nicht so überteuert, wie man das zum Beispiel irgendwo anders kennt. Hallo. Ja. Super cool auf die Straße, auf der Straße sozusagen aus, wie so eine Art Lager. Wie das Dongsuang Center, bloß auf Türkisch. So ein bisschen. Hier die verschiedensten Gewürze, Essen, Süßigkeiten, was ihr wollt eigentlich. Ja. Ist sehr, sehr geil. So ein Lampenshop auch, ne? Aus dem Nichts. So, guck mal hier. Die Shishas darf man auch nicht vergessen. Dann die verschiedensten Skulpturen, Lampen und Souvenir. Alter, das ist schon. Ja. Ah, guck mal hier. Der Meister zeigt mal das hier. Sehr, sehr gut, Bruder. Sehr, sehr gut. Ja, alles Zucker hier. Sehr, sehr cool. Geiler Typ. Where are you from? Turkey. Turkey, ja. Hier, Süde? In Çolakle, Süde. Süde ist 10 Kilometer. Ah, okay, okay. So, ja, okay. And nice. Nice shop. Very nice people. Thank you very much. Thank you very much. Ja, geiler Typ. Ja, super freundlich. Zink mich nicht rein, so wie in den arabischen Ländern zum Beispiel. Ich habe nichts gegen die arabischen Länder, aber zum Beispiel so Länder wie Ägypten oder auch so Marokko, die schreien, die ziehen dich halt rein, so weißt du. Du wirst da schreiend reingezogen. Hier ist es so etwas entspannter. Ja, also auch die Barbershops an den Ecken sehen wir hier zum Beispiel. Ja, das ist schon krass. Da ist auf jeden Fall was gibt. Also hier wird auf jeden Fall einiges gemacht an den Ecken. Ne? Stark. Auf jeden Fall sehr stark. Und Optiker an der Seite. Hier zum Beispiel werden Brillen hergestellt. Auch sehr interessant. Da gehst du einfach rein, machst dir eine Brille. Kenne ich aber auch. Das kenne ich aber auch aus Ägypten. Ich weiß bloß nicht, ob das genauso von der Qualität hier ist wie in Deutschland. Qualitativ ist natürlich immer eine Sache. Aber wenn es dann irgendwie ein, zwei Jahre hält, ist das eigentlich auch okay. Die Gläser müssen speziell hergestellt werden. Das können sie am besten in Deutschland. Ne? Deutschland ist in so vielen Dingen gut. Aber auch in so vielen Dingen schlecht. Trotzdem cool. Laute Fernseher hier. An den Seiten sehe ich gerade. Leute können sich hinsetzen, was essen. Auch interessant. Ja, hier wird auf jeden Fall gechillt. Eine kleine Rutsche nebenbei, so ein kleines Spielplatz, einfach so aus dem Nichts auch für Kinder. Das ist krass. Das ist der Hammer. Ja. Meine Familie treibt sich auch irgendwo hier rum. Frauen, Kind sind jetzt auch irgendwo. Ich dachte mir, lass mich kurz mein Ding machen für eine halbe Stunde. Die meinen, ja, mach ruhig. Naja, jetzt finde ich die nicht mehr. Aber ist ja okay. Ich gehe jetzt gleich später ins Hotel sowieso. Ja, ist ein angenehmer Ort. Also hier kann man wirklich Shopping ohne Ende machen. Hier gibt es auch für Kinder und Erwachsene. Also nicht nur für Erwachsene, gibt es auch für Kinder Sachen. Ja, Parfüm ist an jeder Ecke. Schon stark. Auf jeden Fall. Da kommen noch mehr Leute aus jeder Ecke so. Es gibt auf jeden Fall ein Ja, bitte? Ich verstehe, was meine ich? Gucken. YouTube. Ja, er hat gefragt, warum filmst du? Ja, für mich. Für mein Vorhaben. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also die verschiedensten Taschen hier an den Seiten. Gehen wir hier an der Seite sofort mal raus. Gucken uns an, was da so läuft. Da hinten gibt es ja auch noch was. Der kleine Mann fährt hier mit dem Dreirad, Vierrad. Und ja, Moncler jagten sich gerade auch. Hier gegenüber ist natürlich alles fake. Kennen wir alle das Spiel. Aber das ist ja egal. Die schrillsten Brillen sehe ich hier auch. Ne? Also so richtig krasse, schrille Brillen. Ja, auch so vom Style her. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Und so hier im Style. Sind auch sehr, sehr geil gemacht. Ne? Super Brillen auch. Gefällt mir sehr. Stark. Gut, das ist aber wirklich noch alles bezahlbar hier. Ich habe vorhin auch schon nach Preisen gefragt. Die Leute waren eigentlich sehr, sehr entspannt hier. Also man kann hier wirklich. Man muss halt nicht so viel mitnehmen. Also man kann hier auch am Abend so mit 150 Euro spazieren gehen. Mit 100 Euro spazieren gehen. Die Dinge sind nicht so teuer, wie sie scheinen. Man sagt, die Türkei ist jetzt halt überteuert. Aber vielleicht nur Restaurants.
So Klamotten werden dir hinterhergeworfen. Du kannst sogar noch wirklich falschen. Handeln ohne Ende. Und Latschen hier habe ich gesehen, letztens Latschen 3 Euro. Das ist schon krass. Das heißt, der Türkei geht es wirtschaftlich auch nicht so gut. Die Leute, die hier arbeiten, müssten auch die Sachen wegbekommen. So, das ist mir dann immer mehr klar geworden. Das heißt, wenn die Latschen dann runter auf 3 Euro gehen, kannst du sie auch für, ich sag mal so, du kannst hier für 10 Euro dreimal die Latschen bekommen. 10 Euro, drei Paar. Das ist schon bitter, Alter. Ja, also sogar bis zu 5 Paar. Ich habe auch einen Typen getroffen unten. Der hat für die ganze Crew 6 Paare insgesamt, hat er nur einen Zehner bezahlt. Weil die Leute, die brauchen das Geld, die sind angewiesen. Und ja, darauf angewiesen. Und ja, was soll ich sagen? Vielleicht gucken wir da hinten nochmal ganz kurz, was da so läuft. Ja, der Kollege mit dem Fahrrad, mit dem Dreirad, Vierrad. Gucken wir mal ganz kurz, was da so abgeht. Gehen wir mal ganz kurz in die Richtung, in die Seite rein. Weil guck mal, das ist hier so ein anderer Bazar mit Center und das ist hier so ein anderer Bazar. Was geht eigentlich bei dem Kleinen hin? Der macht hier seine Runden. Der ist der Geist. Er ist der Beste, Alter. Ja, geiler Typ. Ja. Und ja, sind spannend. Ist auf jeden Fall. Ist halt sehr groß hier, ne? Also es sieht wirklich klein aus. Kennt ihr diese Kanye West-Latschen? Hier sind die ganzen Fake-Latschen. Ich werde gerade ausgelacht im Hintergrund. Ja, für 10 Euro. Ja, wer hat sie denn erfunden? Oder? Ja? Lachst du dich jetzt? Bitte? Seine Frau bestimmt. Seine Frau, meinst du? Sie hat Geschmack, er nicht so klein. Ja, okay, warum? Er ist einer der größten zurzeit. Ja, immer noch gewesen. Bis er angefangen hat, Scheiße zu erzählen. Die Kardashians, ja. Halt, ne? Ja, ja. Ich glaube, die Kardashians haben natürlich mehr Einfluss, gut, wie du meinst. Aber gut, dass die nicht so abgehoben sind. Ja, sind halt Hexen aus, keine Ahnung. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Planet Erde. Religion, Liebe, Nationalität, ja, Mensch. Typ, Digga, ja, geiler Typ. Woher kommst du denn, Freunde? Aus Hamburg. Ah, geil. Geiler Typ. Er so trocken aus Hamburg, Digga. So auf dem Motto. Das ist doch so, Mann. Da, ich komme aus Berlin, Bruder. Ist, Mann. Aus Berlin. Ich komme aus. Bist auch nicht auf den Mund gefallen, merkt man, Digga. Genau, ich bin aus der Gegend. Wenn ich da nicht wohnen würde, würde die zweite Gegend Hamburg sein. Hamburg, 100%. Ja. Wenn nicht Berlin, dann Hamburg. Geil, aber scheiße, Digga. Nee, Deutschland ist geil. Deutschland ist geil. Es aber kommt nur Digga, auf die Menschen an. Ja, aber die Politik, das sind ja keine Menschen. Die Gegenden können ja nichts für die Menschen. Nein, da hast du recht. Also, ja. Also ich sag mal so, früher waren Politiker Politiker. Ja. Heute ist die Muppet-Show mehr ernst zu nehmen als die. Also, ja gut, da bin ich mit meinem YouTube-Kanal raus. Wenn es politisch oder religiös wird, weißt du? Nein, ich bin aber auch Mama, ich bin Jude. Aber ich bin auch religiös, nicht mehr. Ne? Ich weiß, aber nicht, dass ich es abgelegt habe, ich habe aber keinen Hoffnung so, weil Religion macht die ganze Menschheit kaputt. Richtig, also ich glaube an Gott und nicht Religion. Was? Genau, ich glaube an Universum. Also ich sag einfach nur universelle Kraft. Ja, genau, richtig. Ja, du bist ein geiler kannst typ, es kaum beschreiben, kannst es weder essen, weder noch anfassen. So. Wahrscheinlich über unsere Vorstellung. Aber du glaubst dran, weil das ist die schlechteste Sache, mein Gott. Na gut, von nichts kommt nichts. Ne? Ich sage ja auch nicht Gott dazu. Und wie sie alle heißen. Ja. Ich sag einfach nur, ich bewege jetzt meinen Arsch, mach selber was richtig. Und stütze mich nicht ab. Sehr geile Einstellung. Das ist wirklich genau richtig. Ja, ist eigentlich wie alt bist du, wenn ich fragen will? 37. 37. Tatsächlich. Okay. Ich sehe diese aus. Oder? Sag bitte nein, das ist Ego. Ich hätte jetzt hier geschützt. Danke. Ja, du bist, ich schätze, schüssen meiner Altersklasse. Wir sind 42. Am 13. Digga, ganz frisch. Gratulation. Nicht der Herr. Konservieren, nein, ich weiß. Ja, so trotz Drogenkonsum. Ja, gut, kennen wir alle. Ja? Starker Typ. Woher kommst du? Hamburg. Aus Hamburg? Stille, die Einzige. Ah, ja, okay, so ein bisschen Hut ist drin. Ja, stark, stark. Ja, geil, geil. Ich dachte, jetzt kommt. YouTube-Channel, oder? Ich mache TikTok, YouTube, reise rum, lebe mein Leben gerne. Bin sogar mit der Familie jetzt unterwegs, aber die müssen jetzt weg, weil ich zeige meine Familie ungern im Internet. Ja. Oder auf Facebook oder sonst. Genau, also ich bin so ein Mensch, ich habe nichts gegen die anderen Menschen. Ich sage auch nicht normale Leben und Leben Scheiße, lassen. Genau, Leben und Leben lassen. Alles jeder entscheidet reden, sich. Aber gegenseitig. Richtig, ja, jeder entscheidet genau. Für sich. Deine Einstellung mag ich total. Also ich sage immer, ich habe nichts gegen Arbeit. Ja. Ich habe ja früher auch mehr als 10 Jahre gearbeitet, bevor die Krise kam. Ja. Ich habe nichts gegen Arbeit, aber ich habe mich fürs Geld entschieden. Ja, ist auch gut so. Ne? Ich habe auch nichts gegen Arbeit, ich könnte stundenlang zugucken.
ist der geilste. Wie flown so ein bisschen gleich wie der Kollege, ne? Geiler Typ. Alles gut, stark, stark, Bruder. Pass auf dich auf, ja? Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Tschüss. Was für ein Charakter, Freunde. Was für ein cooler Dude. Ja? Legend. Ja? Heftiger Typ. Aus dem Nichts, was ich meine. Einer aus Hamburg war das. Ja. Starker Typ. Was ist das hier mit Reisen, wo das alles so rum dran? Woher kommt ihr? Ah, ihr sprecht kein Deutsch? Ah, Türkisch wahrscheinlich. Okay. Okay, die Mädels waren so etwas ein bisschen scheu, ein bisschen schüchtern. Aber alles klar. Türki! Hier vom Ziel? Ah, okay, okay. Nice to meet you guys. See you. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen. Hier so ein bisschen noch für Kinder, ein bisschen Spielzeug oder ein bisschen Anhänger. Dann sehe ich hier so ein bisschen, keine Ahnung. Oh, ich brauche Haarspray, sehe ich gerade. Wir müssen auf jeden Fall nochmal kommen. Wir müssen schauen, wie hier so. Weil ich habe die ganze Zeit Haarspray gesucht, habe es aber nicht gefunden. Und ja, hier ist so eine richtige krasse Runde, hier sehe ich gerade. Schau mal bitte, wie das Ganze hier aussieht. Super entspannt. Also eine richtig geile Ecke hier. Und Ambiente ist wirklich sehr bezaubernd. Also die Leute sind alle nett, alle sind friedlich, alle machen Urlaub, alle entspannen sich. Und das ist das, was zählt, so was ich meine. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Noch mehr Barbershops, noch mehr Beauty. Alles drum und dran. Ihr seht, was hier abgeht. Ne? An jeder Ecke. Leute werden rasiert, frisiert, an den Reißer am Kopf. Was du möchtest. Ne? Sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Sehr entspannt. Was geht da? Alles gut. Ich komme auf jeden Fall noch auf euch zu. Ja, der Typ so. Ja. Heftiger Typ. Ja, hier so ein bisschen Barbie, Babyborn, was auch immer im Fake-Format. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Weil Plastik ist Plastik, ob es aus Afrika, Deutschland oder aus der Türkei kommt. Ja, das ist ja an sich immer scheißegal gewesen. Nur mal ganz kurz eine kleine Runde hier. Auch die Gürtel, die sind wirklich sehr, guck mal, die Qualität ist wirklich sehr gut hier. Also die Türkei hat wirklich sehr gute Qualität inzwischen. Ja, also man braucht nicht mehr nach China zu reisen. Die Türkei hat das Beste. Zeit, was man bieten kann. Auch die Taschen sind von der Qualität her auch sehr, sehr gut. Ne? Also du merkst, es hat Power. Ne? Also die haben schon gute Klamotten. Die haben schon wirklich Sachen, die wirklich lange halten. Also es ist schon sehr, sehr gut. Ja. Goldketten, Ketten, ja? Ja. Ah, die haben Zoll. Deutschland hat immer Kontrolle. Was ja, das ist Zoll. Das ist, achso, echt, wir ja? Haben Deutschland auch geschickt. Ah ja, okay, okay. Aber ist das jetzt echtes Gold oder nur? Echtes, ja. Okay. Rechte Sachen haben wir nicht. Okay. Läuft bei Ihnen Musik? Ja. Ah, ich kann leider nicht rein, wegen Copyright, weißt du? Alles klar, ich komme nochmal vorbei, ja? Und ja, guck mal hier, ein Juwelier. Kann man auch hier zum Beispiel sehen. Ja? Die Katze kannst du ein Foto nehmen. Die Katze, ja? Ah ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Sehr gute Katze. Sie kostet schläft? Nur 10 Euro. Schaut euch mal bitte an, wie die Katze da schläft und liegt. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Süß. Ist das, ist your cat? Ja, ja. Your cat? Ah, very nice, very nice. $1,500 bezahlt. Für die Katze? Ja, nee, ah, ja, okay. Woher kommen Sie? Haben Sie noch einen Laden in Deutschland? Ja, wo? Erfurt, Stuttgart, Frankfurt. Ah, okay, okay. Ich komme aus Berlin. Du bist Türke. Nein, ich komme ursprünglich aus Tadschikistan. Aber ich lebe in Berlin, also ich bin Allmann. Ja. Das ist Giovanni Bosch Modell. Schau mal. Geiler Typ, guck mal. Guck mal, wie süß die da liegt. Wow, ist noch klein, ne? Ist ein Baby. Ja? Okay. Sehr, sehr süß. Guck mal bitte. Jetzt kommt da jemand nochmal dazu und streichelt die. Sehr stark. Oh, jetzt denkt sie sich. Oh nein, geh mir auf den Sack, Alter. Jetzt kommen alle. Ja. So. Echt sehr süß. Also, very, very nice. Ja? Also, Hammer Katze. Ich weiß nicht, ob man so eine Katze auch nach Deutschland mitnehmen kann. Ich glaube, der Zoll würde das niemals zulassen. Aber muss man Geld bezahlen. Geld zahlen, ne? Mm. Oder Strafe? Oder, nee, ja? Geld zahlen. Geld zahlen, okay. Okay. Sehr interessant, eine richtig hübsche Katze. Also die sind auch sehr sauber hier, sehe ich. Aber die haben sie jetzt auch extra gekauft, haben sie erzählt. Sehr interessant, schaut mal hier. Die lässt sich hier nur streicheln und schläft den ganzen Tag. So läuft das. Du hast ein sehr geiles Leben. Ja, ich aber auch. alles Gute, ja? Have a nice evening. Thank you, my friend. You have card? I can show? Yeah. Yeah? No problem. Yeah. Der Sohn hier, die Familie arbeitet zusammen. Das ist alles eine Familie. Und hier steht Silber, Watch, Silber und Watch. Ja? Und, ja. Schau mal.
das ist hier die Karte, das sind hier die Leute, die hier arbeiten, waren super freundlich, haben mich angenommen. Ich durfte die Katze sehen und er hat mir ein bisschen was von Juwelieren erzählt, also mir was angeboten. Macht kurz einen Stopp, schaut euch das an. Wenn ihr hier seid, kommt da mal vorbei und sagt dem jungen Mann Hallo. Ja? Ich nehme die Karte mal mit. Ja? Und, woher seid ihr, ich frage? Deutschland. Genau, das ist klar. Aber woher genau? Mecklenburg-Vorpommern. Okay, ich bin der einzigste Asi aus Berlin. Sehr gut. Ja. Nein. Ja, warum? Achso, bist du aus Berlin? Na klar. Ah ja, okay. Ja gut, ich mache ja nur Spaß. Ja, genau. Alles sowas. Genau. J6, also J-S-I-X. J-S-I-X zusammengeschrieben. Jetzt viele, genau. Wie viele Abonnenten? Du hattest einmal 34.000, 45.000 und auf TikTok 142.000. Also J-S-I-X. J-S-I-X, ja. Genau, richtig. Okay. Ja. Aber lasst euch nicht täuschen, man muss in Deutschland Steuern zahlen. Ja. Alles Gute. Ja? Schönen Abend. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja. Super nette Leute hier. Wie gesagt, Leute kommen zum Urlaub machen und die haben gar keine Zeit, hier irgendwie, keine Ahnung, Stress zu machen oder Stress rauszulassen. Das heißt, die Leute sind sehr cool hier, ja, also sehr entspannt. Und ja, die Ecken gefallen mir auf jeden Fall. Und wir haben hier diverse Schuhe, ja, alles was ihr wollt. Von Nike bis Adidas bis Yeezys bis was du möchtest. Ja. Gehen wir ganz kurz gucken, was das hier noch so für Schuhe sind. Aber auch hier so Air Force, einfach so 1:1. Komplett wie original, ist schon krass. Das ist schon. Schau mal, ich sehe gar nichts. Absolut gar nichts. Also es ist alles sehr hochqualitativ. Boah, Bruder. Besser als China. Wirklich, 100%. Ja. It's like the shoes look like very like you don't see. It's like very 1:1. You know, like looks like original. Original, ja. Ja, looks like 100% original, you know, that's crazy. It's very, very crazy, nice. No. Also die haben wirklich alle Schuharten hier. Das, ich glaube, die Fakes sehen schon besser aus. Die, oder? Wir gucken uns nur ganz kurz die Sohlen an. Ja, die sind schon viel besser als die, wo wir vorhin waren. Ja, so, ja, teils. Stark, sehr stark. Gut, wir müssen mal gucken. Vielleicht gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen. Mehrere Shops. So, wir gehen weiter. Wir haben uns jetzt ein bisschen was angeguckt. Ja, die Sohlen sehen gut aus. Also die Schuhe sehen hier wirklich sehr, sehr gut aus. Von der Quali her sieht das wirklich sehr gut aus. Also das sind starke Fakes, die hier. Die sind sehr, sehr gut. Ja, ja. Gehen wir mal weiter die Runde. Checken wir mal ganz kurz. An den Seiten, das ist auch interessant. Ich habe mich immer gefragt, warum hat Kanye West ein T-Shirt an, wo Polizei draufsteht? Jetzt weiß ich warum. Das ist ein Polizeit-T-Shirt von der Firma Balenciaga. Ne? Also, ja, ist jetzt nicht mein Fall, aber trotzdem interessant. Noch mehr Gürtel und Klamotten, Bauchtaschen von jeder Art und Weise. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so qualitativ, finde ich. Aber es ist trotzdem okay. Ja, also hier so ein bisschen Taschenparadies. Ja, ein sehr, sehr interessanter Markt. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Also die haben wirklich alles an der Ecke. Danke, Bruder. Dankeschön. Dankeschön. Ja, gucken. Ein bisschen gucken, dann ich komme überall. Ja. Sehr guter Typ. Warte, ich guck mal kurz. Der eine Kollege, den ich getroffen habe, war auch interessant, ne? Aus Hamburg. Ja. Der war sehr, sehr cool drauf. Ja. Der meinte, ich bin Jude, meinte der. Aber ich bin auch nicht gläubig, so auf dem Motto, ich praktiziere das auch nicht aus. Damit wollte er mir einfach nur sagen, dass die Menschen alle gleich sind, egal wer was ist. Hallo. Hallo, danke, danke. Ich guck mal ein bisschen. Ja. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal. Guck mal hier, so richtig oldschool. Alte Maschinen. Auch sehr, sehr cool. Schau mal bitte. Hier wird noch genäht mit alten Weibern, sage ich mal. Ja? Schau mal hier, so eine richtig alte Maschine an der Seite nochmal. Stark. Das ist so ein richtig alter Schneider hier, der mit alten Geräten arbeitet. Eine Frau meckert gerade ihr Kind an. Ja? Der arme Kleine. Der wird erstmal angemeldet an der Seite.
So, komm, wir gehen jetzt wieder weiter. Wir gehen raus aus dem Laden. Wenn ich wüsste, wie. Wir haben jetzt eine ganze Runde gemacht, auch hier. Ja, auch coole Sachen auf jeden Fall. Ja, also das Ganze ist nicht so klein, wie es ausschaut. Man muss halt nochmal ein bisschen tiefer rein. Hier gibt es schon einiges zu sehen. Wie gesagt, die Qualität ist besser als in Vietnam. Die Türkei hat auch schon an der Qualität gefeilt. Die bringen schon gute Sachen. Die T-Shirts, Hosen und Taschen halten schon eine Weile. Ja. Wenn ihr Glück habt, ein Jahr. Wenn ihr nicht gerade damit im Regen chillt, könnte das 1 bis 1,5 Jahre halten. Dann zerfällt es ja auch langsam. Ich kenne es ja auch selber. Ja. Ägypten ist genauso gut. Bloß die Türkei hat nochmal eine Tick bessere Qualität an Klamotten. Ja, die Klamotten halten viel länger in der Türkei. Ja. Und ja, wir gucken mal ganz kurz, was es hier noch gibt. So Latschen, ne? Ich habe ja vorhin erzählt, 3 Euro Latschen, ne? Das ist wirklich wahr. Wir können mit denen hier so krass falschen, so krass handeln. Eine Apotheke auch hier dann, ja? Also, da kann man so viel machen hier. Das ist unglaublich. So ein T-Shirt ist hier komplett wertlos. Du kriegst hier 5 T-Shirts für 10 Euro zum Beispiel. Das ist schon krass. Ja. Aber die T-Shirts sind qualitativ. Das sind nicht irgendwelche T-Shirts, die irgendwie so ganz komisch dünn sind. Kennt ihr diese Billig-T-Shirts, die ultra dünn sind? Nein. Das sind hier wirklich sehr qualitative T-Shirts. Ne? Baumwolle vor allem. Und die Aufdrucke, die mit dem Emblem auf dem T-Shirt, sind auch immer sehr gut gemacht. So, sagt mir ruhig, wenn ich zu viel rede, Freunde. Ich liebe das, Sachen erkunden, Sachen zu sehen. Guck mal hier, G-Shock-Uhren, auch natürlich fake. Andere Uhren. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man nachfragt, kriegt man auch hier so AP oder Rolex, kriegt man hier alles. Ja, wenn man wirklich nachfragt. Ach, hier, guck mal, hier sind direkt einige Rolex. Die sehen aber nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Das würde ich jetzt nicht holen wollen, weil die sehen wirklich 1:1 fake aus. Das sieht man auch. Ne? Hier noch mehr zum Beispiel Rolex. Aus der Türkei. Hier zum Beispiel der Grüne. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Rolex, aber die Hulk in Grün, die ist krass gewesen. Original natürlich. Ja, also die würde ich hier auch nicht kaufen wollen. Die sehen wirklich, also die Uhren hier ist schwierig. Da wird es wirklich sehr schwer. Aber alles andere, so Klamotten und Schuhe, also Textilien, sind sie wirklich sehr, sehr gut. Ja. Boah. Ich würde sagen, ich bin am Ende angelangt. Das war's meinerseits. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Laufen mal ganz kurz bis zur Ecke und gucken uns noch ein bisschen mehr Textilien an. Ja. Ist schon krass hier, Alter. Alles möglich hier, wirklich. Man kann hier eigentlich sofort ein zweites Video anfangen. Ja. Weil die Musik ist nicht so gut für uns. Ja. Sehr, sehr krass. Hier Parfüm nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie das riecht, aber Chanel, Lacoste. Ja, riecht eigentlich genauso, Alter, wie in Berlin bei Douglas. Wirklich. Riecht alles 1:1. Also genauso wie in den ganzen teuren Shops. Und auch hier Brillen nochmal. Also die Sonnenbrillen haben auf jeden Fall viel mehr Style als irgendwo bei uns auf einem Straßenfest. Ja, guck mal hier, so die Elektro-Ecke. Auch natürlich 1:1 sehe ich gerade. Die AirPods. Stark. Die sind wirklich fake, ne? Also es ist heftig, auch mit, was mich überrascht, hier auch mit der Lasche und so. Schaut mal, mit der Lasche, alles drum und dran. Das ist schon krass, Alter. Ja. Das ist heftig, Bruder. Also alles drum und dran. Ja, das ist heftig. Ne, also, selbst die AirPods werden richtig 1:1 nachgemacht. Das ist unglaublich. Jeder Scheiß, der dir einfällt in Deutschland, das haben sie hier. Das ist schon krass. Die Sachen werden ja so hergestellt. Ihr müsst euch das im Prinzip so vorstellen. Wenn das ein Jahr bis 1,5 Jahre hält, 2 Jahre ist schon zu unwahrscheinlich, aber wenn es maximal bis zu 1,5 Jahren hält oder bis zu deinem nächsten Sommerurlaub, ab von heute bis nächstes Jahr, dann ist die Qualität wirklich die beste für Fakes, wenn wir von Fakes sprechen. Also die Fakes, keiner hält da 5 Jahre oder so. Ja? Nicht mal originale Klamotten halten 5 Jahre. Vor allem in der heutigen Zeit, müsst ihr euch merken. Ja? Also, das ist so. Ich bin draußen, ich weiß schon gar nicht, was ich erzählen soll. Wir sind draußen, das war's mit dem Video. Und ja, danke fürs Zugucken. Mein Name ist Six, All in the Mix. Danke euch, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Das war der kleine Markt am Royal Alhambra
Wie heißt das scheiß Hotel, Alter? Royal Alhambra Palace. Genau. Ich brauche mal voll lange, bis ich nachdenke, wie das ganze Zeug hier heißt. Hier in Side. Und das ist der Markt namens Dennis Basel. Nee, gar nicht, Alter. Hier steht alles, hier steht überall was anderes drauf. Wir gehen mal ganz kurz weiter weg. Von weiter weg sieht man auch den Namen. Ja. Guck mal ganz kurz. So. Dennis Bazaar. Und das hieß doch letztens irgendwie anders, Alter. Warum löscht da plötzlich Dennis Bazaar? Das verstehe ich nicht. Ja. Na gut. Giant Tours. Gehen wir nochmal da an die Ecke. Das Video ist noch lange nicht vorbei. Gehen wir nochmal ganz kurz da an die Ecke. Und der Kleine hier mit dem Dreirad, Alter. Ich glaube, hier ist nichts mit Führerschein, ne? Gut, die ganzen Shops habe ich denn jetzt auch. Haben wir denn jetzt auch durch? Ach ja, man muss weiter zurückgehen. Dann sieht man, was die Sache ist. Ja? Vom Namen her. Hier könnt ihr euch die Touren buchen. Ja? Giant Tour. Auch sehr interessant. Hier kann man sich Sachen buchen. Mit Kajak und Pferd und Kappadokien. Was steht da drauf? Kappadokien ist auch krass. So mit dem Heißluftballon. Auch interessant. Ja, wieder Musik. Wir müssen weg. Gewürze und Süßigkeiten sehe ich gerade. Ja. Ja, hier gibt es auf jeden Fall einiges, Alter. Das Ding sieht vom Weiten voll klein aus, aber es ist schon nicht ohne. Also hier gibt es auf jeden Fall viel mehr Platz. Ja. Komm, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen zurück. Aber ich wollte euch ganz kurz nochmal den Namen zeigen von dem ganzen Ort hier und dann würde ich sagen, werden wir auch das Video machen. Ja. Sehr geil hier, auf jeden Fall, ich bin fasziniert. Obwohl ich Türkei jetzt nicht so feiere als Urlaubsziel, es ist nicht meine Welt, weil ich hier schon mindestens 80 Mal war. Jetzt nicht auf Side, aber so Istanbul, noch andere Städte war ich sehr, sehr oft. Antalya war ich auch sehr oft. Ich war bloß jetzt nicht in diesem Stadtteil oder Bezirk oder wie auch immer man das mal nennt, Dorf, Strandstadtteil oder Side. Hier war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ja. Aber ich bin mal hier vorbeigefahren, das weiß ich noch. Schon einige Jahre her. Ja, auf jeden Fall. Ah ja, genau, Syral heißt das hier. Das ist der Syral-Shop. Im letzten Video auch kurz erwähnt, als wir zur Apotheke gegangen sind, da in die Richtung. Ja, also hier ist ein ganzer Markt. Full. Das war's vorne. Wir müssen das Video hier beenden. Und ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Six All in the Mix. Danke, dass ihr mit dabei wart wieder an der neuen Reise. Und wir sehen uns natürlich zur nächsten Reise, wie immer. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und ja, ich bin raus. Dankeschön. Du hast das letzte Wort, Bruder. Ja. Say bye. Bye. Mach's gut, ja? Gut. Hau rein. Grüße aus Side, Türkei. Alhambra, dein Vater. Dieses scheiß Hotel, ich vergesse es immer.